Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, Lenny Brick, hier auf unserem Kanal Lenny Brick. Ja, ich habe heute mal ein Review vorbereitet. Ja, das ist mein allererstes Review, also nimmt's mir nicht allzu übel, wenn ich... Oh, wow, das habe ich gerade... voll gegen das Stativ geboxt, aber Kamera hat sich nicht bewegt, ey. Genau, das ist mein erstes Review, also nimmt's mir nicht so übel, wenn ich mich verhaspel oder irgendwas nicht ganz fachgerecht... fachgenau sag. Ja, ich habe mir heute als erstes Review mit eines meiner Lieblingssets rausgesucht, und zwar den 10-17-8 Motorized AT-AT. Ja, dieses Set kam 2006 auf den Markt, besteht aus 1137 Teilen und beinhaltet 4 Minifiguren. Ich habe hier auch mal noch die Bauanleitungen vorbereitet, allerdings sind die brutal unspektakulär und deshalb zeige ich euch die jetzt einfach mal nicht näher. Ja, ich beginne gleich mal mit den Minifiguren. Es sind 4 Minifiguren enthalten, eigentlich wie fast bei gefühlt jedem AT-AT kann es sein. Ich glaube auch bei den 2020er ist es genau diese Minifigur-Konstellation, nur noch ein Snowtrooper mehr. Man sieht auf jeden Fall, dass die Minifiguren älter sind. Hier der Snowtrooper hat auch noch einen schwarzen Kopf, also da steckt kein Gesicht hinter oder sonst irgendwas. Ja, die Luke-Minifigur ist, finde ich, mit die unspektakulärste Minifigur von allen Minifiguren. Sie hat kein Wendegesicht. Ja, und aus seinem Gesicht kommen jetzt nicht so viele Emotionen rüber. Also, ja, ne? Also viel gibt's über die Minifigur nicht zu sagen. Dann hier noch Commander Vers. Ja, ne? Auch kein Wendegesicht. Hier mit einer dicken Scheibe vorm Gesicht. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine Gucci-Skibrille. Das war ein Witz, ne? Und ja, hier auch noch ein Snowtrooper, noch mit dem alten Helm, wo der Rucksack hinten festgemacht ist. Die neuen Snowtrooper sind ja ganz neu bedruckt. Wir haben auch Sand Beige, oder wie heißt denn die Farbe? Boah, wirklich, Lego-Farben und Steine sind wirklich, da brauchst du ein Studium für. Wie gesagt, die Minifiguren sind nicht so besonders. Geht da wirklich mehr um das Set an sich. Und, ah, hier fehlt noch was. Und zwar, einen Moment. 6,5 Stunden später. So, jetzt habe ich es kurz aus dem Nachbarzimmer geholt. Fast hätte ich das Wichtigste vergessen, und zwar das Seil, mit dem Luke sich hoch zu dem AT-AT arbeitet. Ja, also es ist nichts Besonderes. Es ist ein Seil. Es ist auch kein Blaster oder sonst irgendwas dabei. Genau, und dann macht man einfach das Seil hier irgendwo unten dran. Ah, hier an dem Motor. Ja, und dann hängt der Luke da dran und ist glücklich. Ja, Motor war schon das richtige Stichwort. Freunde, wie auch schon der Name dieses Sets sagt, ist dieser AT-AT motorisiert. Und nein, er hat keine motorisierte Luke, die auf Knopfdruck hier aufgeht oder... Ui. Oder einen motorisierten Blaster. Es ist deutlich cooler. Dieses Set kann laufen. Sowohl vorwärts als auch rückwärts. Wie? Und zwar macht man hier einmal den Bauch auf. Tada. Nehme ich mal die Kamera kurz runter. Und wie ihr seht, sieht man gar nichts. Also, ja, ich erkläre es euch mal kurz. Also hier ist ein gelber Schalter. Wenn man den nach vorne bewegt, dann fängt er an, nach vorne zu laufen. Wenn man den nach hinten drückt, läuft das ganze Set nach hinten. Hier sieht man dann auch den eingebauten Motor. Also der ist wirklich sehr gut verstaut. Der Motor ermöglicht sogar fast einen Innenraumumbau bei diesem Set. Also dass man quasi innen, wie bei dem neuen AT-AT, irgendwas verstauen kann. Oder man da zwei Snowtrooper reinsetzen kann. Das würde der Motor wirklich ermöglichen. Was dann nicht ganz mitspielt, ist die Batteriebox da hinten. Also die nimmt auf jeden Fall das hintere Drittel ein, aber eigentlich vorderen zwei Drittel könnte man eigentlich umbauen, nur da ist halt diese, ja, da sind halt eben diese Querverstrebungen ein bisschen im Weg. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, war dieser Schalter hier. Stark. Und zwar möchte ich den jetzt mal umlegen und euch das Ganze mal zeigen. Ah, fast hätte ich es vergessen. Hier vorne ist auch das Cockpit des Walkers. Das kann man übrigens auch öffnen. Das ist nur relativ instabil. So, das kann man auch öffnen. Da kann man dann, ja, ich glaube, bis zu, ja, zwei Minifiguren reinsetzen. Ist ganz lustig, was ich euch hier vorne aber an dem Kopf noch zeigen wollte, ist was viel cooleres. Und zwar seht ihr hier diese Technikachse. Und diese Technikachse hängt auch mit dieser Technikachse zusammen. Und, okay, das waren jetzt ein bisschen viele Technikachsen. Was ich euch eigentlich hier beim Cockpit zeigen wollte, ist dieses Teil hier. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber das ist sehr, sehr cool. Denn wenn man den Motor anmacht und der AT-AT anfängt loszulaufen, dann bewegt sich dank dieser Bautechnik hier auch der Kopf mit. Und zwar nicht einfach nur von links nach rechts, sondern dadurch, dass das eins nach oben versetzt ist und es sich einmal komplett dreht, ah, ich kann es jetzt nicht drehen, wenn der Motor nicht an ist, geht der Kopf auch nach oben und unten. Das heißt, er geht so links, rechts, oben, unten.
Er macht so eine smoothe Bewegung, wie es eben auch im Film ist. Und das, finde ich, ist mit das geilste Feature an dem Set. Diese Kombination lässt das Set einfach so authentisch wirken, wenn es eben läuft, dass dann wirklich so ein Feini einfach über den Boden läuft. Noch ein bisschen cooler hätte ich es gefunden, wenn dieser gelbe Schalter nicht im Bauch von dem AT-AT wäre, sondern wenn dieser Schalter eben, aber man sieht ihn immer noch nicht, wenn dieser Schalter eben noch irgendwie ein bisschen hier weiter rausgeführt worden wäre, dass man quasi nicht den AT-AT öffnen muss, um ihn zu starten, sondern man hier draußen noch einen Schalter hat, damit er einfach gleich loslaufen kann. Weil so ist es jetzt ein bisschen umständlich. Jetzt muss ich erstmal hier nochmal den Bauch aufmachen. Ja, jetzt habe ich euch genug auf die Folter gespannt. Jetzt lassen wir den guten Herrn mal loslaufen. Okay, irgendwas stimmt da nicht. So, Freunde, jetzt sollte ich es repariert haben. Wir starten den AT-AT nochmal. Und komm, komm, komm. Jawohl. Boah, eine kleine Gehhilfe schon, der Gute. Das Set ist tatsächlich seit 2007 aufgebaut. Also 13 Jahre lang ist es jetzt schon aufgebaut. Und dass es nicht mehr ganz so rund läuft, ja, das kann man dem jetzt nicht übel nehmen. Ich glaube, ich müsste ihn wirklich nochmal abbauen und nochmal ganz neu aufbauen. Ja, komm. Schön, schön, schön. Ja, okay, nicht, dass er mir da gleich runterläuft. Ja, okay, rückwärts läuft es wirklich gut. Ui. Ich muss euch jetzt noch was Cooles zeigen, denn ich habe noch was Cooles vorbereitet. Und zwar werden es die meisten von euch gleich auf dem ersten Blick erkennen, um was es sich handelt. Ich lege mal das schwierigere zu erkennende Lego-Teil ins Bild, und zwar dieses hier. Und das schon einfachere zu erkennende Lego, ja, ist das hier. Ja, Freunde, man kann dieses Set fernsteuern. Und zwar habe ich diesen Sender hier aus meinem Volvo-Radlader rausstibitzt. Und man kann den AT-AT hier hinten öffnen. So, das mache ich jetzt einmal. Dann kommt man ganz leicht an die Batteriebox. Die kann man dann auch ganz leicht austauschen. Dazu muss man einfach nur noch dieses Teil hier entfernen. Und dann kann man das schon rausnehmen. Jetzt müsste man noch irgendwie diesen Sensor hier befestigen, dass er auch noch ein bisschen rausschaut, eben dass die Fernbedienung das Signal gut empfangen kann. Mir fehlt ein bisschen die Zeit, deshalb mache ich es jetzt einfach mal so, dass ich dieses Bauteil einfach weglasse und diesen Sensor einfach draufsetze und der rausschaut. So, ich muss den Sensor jetzt an der Batteriebox befestigen. Dann muss ich den Motor hier an dem Sensor befestigen und dann sollte der Umbau schon fertig sein. Der Sensor leuchtet und das Set läuft nicht los. Jetzt mache ich das mal hoch. Jetzt läuft es aber los. Perfekt. Freunde, es funktioniert. Hier auf der Arbeitsplatte ist es aber ein bisschen langweilig, den AT-AT von links nach rechts laufen zu lassen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal raus, nehmen den AT-AT mit und ja, schauen mal, wie geländetauglich er ist. So, Freunde, nach 15 Stunden Flug haben wir es endlich geschafft. Wir sind am Nordpol gelandet und wir versuchen hier jetzt den AT-AT laufen zu lassen. Ja, wir wollten in dem Test quasi die Bedingungen zeigen, die der AT-AT auch auf Hoff bekommen würde. Und deshalb versuchen wir es jetzt einfach mal. Hier ist die Fernbedienung und let's go! Ah, jetzt! Oh, nee! Oh, ist der jetzt dreckig! Freunde, schaut mal! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Den Sensor hat's auch erwischt! Warte, was macht denn jetzt dieses Wappen? Nein! Nein! Was macht denn jetzt dieses Wampa hier? Und seit wann haben die schwarzes Fell? Oh, Freunde, ich muss sagen, wir hatten ja schon viele, ja, ich würde jetzt nicht sagen dumme Ideen, aber nicht so durchgefuchste Ideen. Und ich muss sagen, diese Idee kommt auf jeden Fall auf Platz 1, weil wie soll ich das denn wieder sauber bekommen? Okay, so auf den ersten Blick geht's, aber das ist ja alles mit Elektronik und das ist jetzt auch in allen Poren und keine Ahnung was in den Technikpins vor allem hier drin, also nicht in den Technikpins, aber in den Technikteilen. Und oh Gott, da liegt noch ein Teil. Und was ist denn mit meinen Schuhen? Wirklich, um meine Schuhe leide ich am meisten. Guckt euch das an. Den Hund, den ihr übrigens gesehen habt, war ein Hund von uns. Wir haben zwei Hunde. Und ja, der ist auf meinen Schuh gedappt. Und hier liegt noch ein Teil. Das schauen wir jetzt auch mal an, wie gut das Teil den Sturz überlebt hat.
Oh, es ist eine Katastrophe. Freunde, ob es worth war oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich hoffe aber für diese Aktion, lasst ihr uns einen Daumen nach oben da wirklich. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch die nächste Stunde mit Putzen verbringen dürfen. Was ab? Ich dachte mir, ja okay, komm, hier liegt noch ein bisschen Schnee. Ist bestimmt noch ein bisschen gefroren, okay. Bro, es ist nicht gefroren, habe ich jetzt auch rausgefunden. Und ja, meine Hunde habe ich jetzt auch verloren, beziehungsweise die Bumpers. Und oh, Katastrophe. Freunde, damit beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das wird jetzt erstmal das letzte Review sein und bleiben, was wir gemacht haben. Aber er sieht halt so geil aus. Dieser AT-AT. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr Reviews wollt. Ich werde es auf jeden Fall zur Erkenntnis nehmen, aber ob ich es umsetze, ist nochmal, ja. Ne, die andere Frage. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Euer Ulle von Lenny Brick. Ciao. Oh Mann, ey.